Herr Dr. Och, das letzte Mal, dass ich nachgesehen habe, waren es 52 Sprachen bei Google Translate. Wie viele sind es heute? Also wir haben zurzeit 57 verschiedene Sprachen. Vor kurzem, vor 2 Wochen, haben wir erst nochmal 5 neue Sprachen dazugetan. Haben jetzt noch Armenisch, Georgisch, Aserbaidschanisch, Urdu und Baskisch. Was sind denn die härtesten Nüsse? Was waren denn die härtesten Sprachen, die Sie übersetzen mussten? Sehr schwierig sind die Sprachen, für die wir nicht so viele Trainingsdaten finden. Das heißt, nicht so viele Daten, die in der Sprache und zu Englisch hin dann übersetzt wurden. Und das sind so Sprachen wie zum Beispiel Isländisch oder Hindi oder jetzt auch die ganzen neuen Sprachen, die ich gelistet habe. Für die ist es ähnlich schwierig. Da gibt es nicht so viele Daten. Das heißt, die Methoden, die wir verwenden, dann aus Daten zu lernen, haben es dann einfach viel schwieriger. Wie viele Sprachen davon beherrschen Sie selbst? Deutsch, Englisch und dann noch, vor einigen Jahren hätte ich noch gesagt Italienisch, aber mittlerweile ist das nicht mehr so gut. Jetzt müssen Sie uns aber verraten, wie schaffen Sie es, wenn Sie denn gar nicht diese Sprachen beherrschen, trotzdem da zurechtzukommen? Wie das Ganze funktioniert, ist, dass wir dem Computer nicht direkt beibringen, was es bedeutet dann von, wenn man jetzt sagen wir, vom Arabischen ins Englische übersetzt, wie das alles funktioniert im Arabischen, welche Wörter welchen entsprechen, sondern was wir machen, ist viele Daten dem Computer geben und dann mit geschickten, cleveren Algorithmen lernt der Computer dann sozusagen von alleine von diesen Daten, wie das zu übersetzen ist. Und das funktioniert besser, je mehr Daten man dem System gibt. Und damit kann er dann sozusagen schlussfolgern, welche Wörter übersetzt werden müssen, wie die Wörter umgestellt werden müssen und was sozusagen eine sinnvolle Übersetzung dann ist. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn der Computer anfängt, die Sprachen zu lernen? Schicken Sie da irgendwelche Bots aus oder wie läuft das? Also wie das im Prinzip funktioniert, ist, dass große Mengen an Text analysiert werden. Das heißt, wir haben dann 2 Arten von Text. Das eine wären übersetzte Texte. Das wäre für Arabisch ins Englische, hätten wir eben viele arabische Texte, viele englische entsprechende Übersetzungen. Die werden dann verwendet oder dann auch, wenn man ins Englische übersetzt, viele einfach englische Texte, von denen das System dann lernen kann, was ist ein sinnvoller englischer Satz. Und bei den übersetzten Daten ist es dann so, was das System lernt, ist im Prinzip, wie häufig bestimmte Wörter, Wortfolgen oder irgendwelche anderen Strukturen korrelieren zwischen der Quell- und Zielsprache. Das heißt, wenn man ein Wort sieht im Arabischen, das relativ häufig korreliert mit dem entsprechenden Wort im Englischen, dann lernt das System, vermutlich ist das eine Übersetzung. Und wenn es das weiß, dann weiß es vielleicht auch, dass das Wort vorher oder nachher entsprechend übersetzt werden würde. Und da lernt das System in einer Art Bootstrapping-Prozess dann diese Übersetzung. Wozu macht Google so einen Service? Ist das mehr oder weniger eine sportliche Herausforderung oder verfolgt man damit auch ein größeres Ziel? Dadurch, dass wir Übersetzung anbieten können für so viele Sprachen, ist es jetzt dann möglich, dass Leute, die eben nur eine der vielen Sprachen können, auch alle Texte in den anderen Sprachen lesen können, verstehen können. Also Googles Mission ist es ja, die Informationen der Welt zu organisieren und verfügbar zu machen und nützlich zu machen. Eine große Barriere ist da im Prinzip die Sprachbarriere. Wenn jemand dann nur Isländisch kann oder nur Hindi kann, dann ist er im Prinzip abgeschnitten von den gigantischen Mengen an Informationen und Daten, die ansonsten im Web jetzt verfügbar sind. Und mit maschineller Übersetzung, das Ziel ist sozusagen, die Sprachbarriere zu verringern.